Am Montag gegen 17.30 Uhr ereignete sich in der Nähe von Burbach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer die L723 aus Richtung Burbach kommend in Richtung B54. In seinem Fahrzeug befand sich die 85-jährige Ehefrau als Beifahrerin. In Höhe des Friedhof Burbach beabsichtigte der 85-jährige sein Pkw zu wenden, um wieder in Richtung Burbach zu fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-jähriger Gratfahrer die L723 ebenfalls von Burbach kommend in Richtung B54. Auf der L723 kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dieser Kollision wurde der 21-jährige Gratfahrer tödlich, der 85-jährige Pkw-Fahrer schwer und seine 85-jährige Ehefrau leicht verletzt.